Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge von Temtem. Wir sind kurz davor, die schwebende Burg oder was auch immer das ist, der Belsotus zu erreichen. Ja, es ist tatsächlich nicht mehr weit. Ich weiß nicht, gibt es ein Temporium bis dahin? Nein, gibt es nicht. Das ist schade, dass es keins gibt, weil mein Temtem geht langsam die Kraft aus und ja, die Temessenzflasche ist leer. Naja, wir gehen in den Kampf rein. Direkt mal als erstes und ja, bla bla bla, zeigt mir den Weg, ne, und nach dem Kampf, wenn er jetzt wirklich kacke läuft, dann gehe ich per Rauchbombe zurück zum Temporium, falls ich irgendwie gegen General X oder so kämpfen müsste. Man weiß ja nie. So. Hier machen wir mal Kristallspitz und hier eine Wasserschneiderlilie. Oh, es war, glaube ich, genau umgekehrt. Das wird wahrscheinlich halber Damage. Ja. Och, scheiße. So viel Ausdauer verbraucht. Für nichts. Ja, und das ist dafür doppelter. Oh Gott. Nicht gut, nicht gut. Machen wir eine Kopframme hier und... Ja, machen alle gehen schon mal, komm. Wenigstens bei beiden ein bisschen Damage machen. Ja, das wäre doppelter gewesen, super. Für nix. Mit dir Ohrschwarm. Macht das beiden? Ja. Wow. Aber sie haben es überlebt. Das ist ja schon mal etwas. Dann machst du mir hier einen Kristallstaub und du mal scharfe Blätter auf, Grumper. Dann haben wir es. So, nee. Mastione ist ja noch lang nicht K.O., aber bald. Bald, bald. Oh, wahrscheinlich werden jetzt beide drauf gehen, oder? Und es gibt gar keine EP. Nee, es wurde nur Sherald getroffen. Okay. Dann Tateru. Und zwar aus diesem Grund. Steinkugel und dann ist eigentlich fertig. Müsste ihn K.O. machen. Wunderbar. Auf Tateru ist einfach immer Verlass. Immer. So. Bla bla bla. Ja, sagt... Oh, das sind ja zwei Alte. Sagt euch im General, dass ich auf dem Weg bin. So. Also. Rauchbombe. Zurück. Wunderbar. So, jetzt müssen wir halt den ganzen Weg nochmal laufen, aber wir müssen ja wenigstens nicht mehr kämpfen. Bis wir dort angekommen sind. Hier oben war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, hier war ich. Aber hier oben war ich nicht. Hier können wir kämpfen. Nochmal. Wunderbar. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Lass uns kämpfen. Zack. Ja, wir kämpfen fort doch noch. Drakash und Barnshee. Okay. Also bei Barnshee. Oh scheiße. Ja, nee, das ist perfekt. Zweimal doppelter Schaden. Wunderbar. Zack, doppelter Schaden und Nessla wird bei Drakash ebenfalls doppelten Schaden. Oh shit. Das ist nicht gut. Oh, vierfacher Schaden sogar. Hoppala. Dann mach mal hier ein Gewitter. Und du rüst dich aus. Ja. Weil das Gewitter macht eh beide einen Arsch. Ja, okay. Barnes hat sich selber kaputt gemacht. Alter. Och nö. Jetzt kriegt Gerald keine EP. Naja. Was soll's. Okay, zwei Stück haben sie noch. 2100 EP. Nestla Level 59, das ist schön. Da nehmen wir... Tateru. Ja, ist mein bestes Temtem gefühlt. Hat am meisten HP.
hat am meisten Ausdauer, hat die verschiedensten Angriffe. So, guck mal. Perfekt, Scaravolt. Das hat ja richtig viel Status bekommen. Naja. So, und hier eine Giftbombe. Das sind jetzt keine Gegner mehr mit Level 42. Fast ein One-Shot, okay. Das ist auch, ja. Das ist okay. Ja, mach auf Nessler. Schade. Gut, dann kannst du nochmal eine Wasserklänge machen und du eine wilde Klaue. Und dann ist fertig. Dann haben wir es gesehen in diesem Kampf. Sehr gut, dann gehe ich ganz schnell zurück ins Temporium. Weil es ist ja gerade in der Nähe. Von daher kann ich da kurz zurückrennen. So. Scheiß auf die ganzen Texte. So, wieder nach unten. Ich glaube, der... Ah, nee, der Macht hat nicht den gleichen Plan wie ich. So. Abgeben das Zeug. Wunderbar. Und zurück. Vielleicht gibt es ja noch mehr Kämpfe dort oben. Mal schauen. Ja, hier gibt es auch mal einen Kampf. Noch mehr Belsotos. Wunderbar. So, ja. Wer ich bin? Hauptsächlich... Ne, was ich hier mache. Hauptsächlich Belsotos vermöbeln. Das stimmt. Das stimmt. Das mache ich gerne. So, auf Piranhaant können wir das Tesla-Gefängnis machen. Und Trottner, ist das die Weiterentwicklung von Cheryl? Sieht fast so aus. Da hilft doch Level 64 und 66. So, da haben wir schon mal den doppelten Schaden. Ja, bei Tortnite mache ich irgendwie nicht viel Schaden. Und Nessler ist schon fast K.O. Darum mache ich noch ein Gewitter zum Abschluss, wenn es irgendwie funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Nee. Warum auch? Warum mächtige Angriffe durchziehen? Die machen Schaden, ne? Das ist, nicht schlecht, der Schaden. Okay. Dann, Tateru. Ja. Kapier kann ich dann benutzen, wenn Piranhaant kaputt ist. Aber solange dieses Piranhaant lebt, bringt mir das eigentlich nichts. Weil dann wird's Kapier kaputt machen. Daher Piranhaant weg. So. Wahrscheinlich ist Cheryl der Nächste, der aufgeben muss. Ja. Nee? Oh. Fortnite hat sich selber verletzt. Okay. Sehr gut. Das ist doch gut. Dann kann hier eine Steinkugel und du machst Kristallstaub. Dann müsste Piranhaant K.O. gehen. So ist es. Und jetzt auch eine Steinkugel. Wunderbar. Dann mache ich Kapier nicht mal. Kriegt Cheryl jetzt richtig gut EP, Level 59. Und es entwickelt sich. Oh je. Genau wenn es seine Entwicklung besiegt, entwickelt es sich selber dahin. Ja, guck mal. Cheryl wurde zu Tortnite. Er ist gerade eins besiegt und jetzt entwickelt er sich selber. Sehr schön. Platox auch ein Level Up. Das ist gut. Level 49 jetzt und Tateru vor der 60. Ja. Das ist doch gut gelaufen. Das ist doch gut gelaufen. Jetzt gehe ich halt nochmal zurück zum Temporium.
Man weiß ja nie. So. Ein Ampling-Team. Level 47. Ja. Guck mal, Tortnight. Komm, gib ihm. Du machst mal scharfe Blätter. Ich will das Level 47er gerne fangen. Wenn es geht. Ja. Ja, das ist okay. So. Allein Ampling habe ich ja noch nicht. So, Tempkarte. Machen wir gleich zweimal. What? Komm schon. Oh! Gibt's doch nicht. Nochmal. Jetzt machen wir mit Tempkarte plus. Jetzt muss aber funktionieren. Ja, geht doch. So. Level 47 Elektro. Ah, 46 Ausdauer. Verhindert. Ja. Ist natürlich okay, aber. Ja. Platox kann ich in. Wenn ich die Zukunft betrachte, wahrscheinlich besser brauchen. So. Nochmal alle heilen. Ja, ich weiß, ich hätte die Temessenz-Flasche. Aber wenn das Temporium schon in der Nähe ist, warum nicht benutzen und die Temessenz-Flasche für den allerletzten Notfall benutzen, wenn das Temporium zu weit weg ist. Guck mal, bei all denen hat sich das Geralt entwickelt. Das ist schön. Jetzt muss ich gucken und muss mich daran gewöhnen und nicht mehr Geralt sagen. So, Wasserklinge ausruhen. Als Garawatt habe ich noch nicht. Und das möchte ich gerne. Ja. Probieren wir es mal. Zweimal Temp-Karte plus. Easy. Scarabat gefangen. Immunität. Widersteht Gifttechniken. Okay. 45 Ausdauer. Not bad, not bad. Aber ja, ich habe Elektroattacken. Weiter geht's. Oh. Jetzt habe ich hier alles gefangen, was wahrscheinlich gibt, oder? Müsste eigentlich. Außer es gibt irgendwas richtig Seltenes hier. Aber das denke ich jetzt mal nicht, dass es das gibt. Och, come on. So, wieder flüchten. Ja, schön. Okay. Ah ja gut, jetzt komme ich einfach hier an. Okay. Das wäre ja einfach... Nee, das ist ja ein ganz anderer Ort. Das ist, ja. Ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, wie es gelaufen ist. Ja. Du bist Kletterer. Ja, ja, ja. Danke, das ist dein Prototyp. Sie sehen Hightech aus. Ich mag den alten, traditionellen Eispickel. Wie wäre es mit einem Kampf? Prima. Ja, ich... Hätte jetzt eigentlich gerne auf einen Kampf verzichtet, aber okay. Rulda, Level 62. Okay. Oh, dann machen wir... Oh, das macht nicht viel Damage. Aber das Wasser macht viel Damage. Ich habe ja auch einen Rulda, aber es hat mir einfach zu wenig Ausdauer. Ich wäre froh, wenn ich die Temessenz-Flasche nicht benutzen müsste. Na, da wäre ich wirklich froh drüber. Ja. Das ist okay. Zweimal Salbe plus und Tortnight ist geheilt. So, viel EP gibt's nicht. Der Kampf war kurz, das ist gut. Okay. Dann Medizin. Salbe plus. Salbe plus plus brauche ich eigentlich noch nicht. So.
Wunderbar. Dann hier durch ging's, glaube ich. Was kommt jetzt? Sparzy und Scarabat. Habe ich auch schon beides. Können wir also flüchten? Ja? Come on. Warum kommen jetzt so viele nacheinander? Ja, Galvanit habe ich auch. Hab ich auch schon. So, da hatten wir kurz einen Frame Drop, aber ist okay. So. Moment. Nee, ich will da nicht runter. Ich will den langen Weg nehmen. So, und zwar hier durch. Was ist hier hinten noch? Was ist hier hinten? Ah, hier haben wir gekämpft letztes Mal, oder? Nee. Doch. Oh. Die habe ich gar nicht gesehen, die beiden Alten hier. Sieh mal, ein junger Bändiger. Ich hab's eilig. Ja. Ach, das geht gerade nicht. Das sind nicht meine Freunde, sondern vermutlich Belsoto-Handlanger. Ah. Lass uns doch rein. Ja. Okay, kämpfe gegen die Alten. Was auch immer die hier draußen suchen. Reinet und Keusch. Okay, hier ist sicher mal Elektrogut und hier ist wahrscheinlich Kristallgut. So ist es. Oh, kein doppelter Schaden. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, brauche ich nachher halt nochmal eine Salbe Plus. Ist okay. So, Gewitter. Und du machst einen Kristallstab, weil Reignet geht ja eh drauf. Oh. Dass gerade beides doppelten Schaden macht, hätte ich nicht erwartet. Aber okay. Der Kampf war easy. Die beiden Alten sind besiegt. Ja, doch noch ordentlich EP. So, ja, jetzt sind sie traurig. Kann ich nicht ändern. Nee, anpassen will ich mich nicht. Ich will eine Salbe Plus für Top Knight. So. Mal gucken, ob es irgendwo noch Items gibt. Ne? Und hier sind sie. Er ist schon hier unterwegs und laut unseren Agenten in der Stadt ist das gesamte Dojo ebenfalls bald hier. Angeführt von Sasaya persönlich. So sehe ich das auch, Hasse. Aber wir können es uns nicht leisten, hier festgenagelt zu werden. Nicht heute. Bringt den Gefangenen hinein, wir rücken ab. Uns gehen die Wasservorräte aus. Wir können Telobos nicht für einen weiteren Flug auf eine andere Insel verwenden, ohne... Bist du taub? Wir rücken ab, sage ich. Ja, ja, das ist es so. Ah, nee, ich kann nicht kämpfen, okay. Komm schon, du nutzloser Rebell, steh auf, wir müssen nach drinnen, bevor sie... Ja, in Ruhe lassen, hä, bist du? Bist du hier, um diesen Verräter zu retten? Lass ihn gehen, dann wird keiner verletzt. Jemand wird verletzt. Und das werde ganz sicher nicht ich sein. Was denkst du? Dann befreien wir den Kollegen, Saku und Gialis. Okay. Moment. Wasserklinge und Kristallspitze. Okay, das tut zwar weh, aber glaube ich nicht so extrem, die Schlagbohrmaschine. Ja. Er ist zwar von den Leveln her mir überlegen, aber... Oh shit. Ich habe halt doppelt so viel... Temtem wie er. So, Kristallspitze. Jetzt kann ich sogar zweimal einsetzen, ohne auf Ausdauer verzichten zu müssen. Der Damage kam unerwartet. Okay.
Ja, das ist natürlich blöd, ne? Platox kann natürlich nicht kämpfen, aber ich muss es jetzt halt einsetzen. Und ich setze noch ein Tateru. Ja. Bei Tateru hält einiges aus. Giftige Klaue, das ist okay. Mach du das und du machst eine Steinkugel. Eigentlich darum habe ich... Oh shit, Tateru genommen. Ja, okay, Platox darf nicht mal angreifen. Ja gut. So ist es halt. Aber er kann im nächsten Zug gar nicht angreifen. Und das muss ich ausnutzen. Und zwar mit Cup hier. So, hier machen wir nämlich eine Glut. Und hier machen wir eine Steinkugel und dann sind beide K.O. Oh, come on. Ja, okay, durchs Verbrennen soll's reichen. So, Gialis ist weg. Saku wird auch weg sein wegen dem Brand. So ist es. Da hat er nur noch eins und ich noch drei. Und Tateru Level 60. Hokus. Das ist das Digital-Temtem, oder? Ich glaube. Ich probiere mal die Steinkugel aus. Mal gucken, ob das was nützt. Oh je, das wird Tateru wehtun, ne? Doppelter Schaden. Oh shit. Ah, ich hab mehr erwartet. Ich hab mehr erwartet. Naja, Feuertornado und zurückgehaltener Groll. Dann müsst's. Das so, eigentlich müsste es nach dem Feuertornado schon erledigt sein. Das Pokus. Nee, nicht ganz, okay. Gamma-Ausbruch, was ist das denn? Ja. Etwas Mächtiges. Jetzt habe ich nur noch Tschernev. Das ist krass. Dass er mich so an die Grenze gebracht hat. Und das, obwohl er nur halb so viele Temtem hat wie ich. Krass. Aber wir haben gewonnen. Das ist, was zählt. Wir haben gewonnen. So. So, ja, der General, der wartet nicht auf dich. Moment, lass mich hier nicht zurück. Keine Ehre unter Belsoto, ha? Hilf mir, mein Bein tut weh. Wo ist er jetzt hin, der Anne? Ach du liebe Kurzschuss, wir kommen zu spät. Bist du verletzt? Nein, aber er. Und wer ist das? Das müssen wir herausfinden. Er ist immerhin so wichtig für Clan Belsoto, dass General X alles riskiert hat, um hierher zu kommen und ihn gefangen zu nehmen. Zumindest haben wir eine Spur, der wir folgen können. Gut, gehen wir zurück in die Stadt und planen wir dort, wie es weitergeht. Gut, Bändiger, danke fürs Kommen. Zurück ins Dojo. Das ist alles, was du gefunden hast? Zwei Bändiger? Du hast gesagt, du trommelst alle zusammen. Du hast zwei. Das ist ja gar nichts. Carlos ist da vielleicht dafür, dass gestoßen, während du den General verfolgt hast. Es ist also doch nicht alle Hoffnung verloren. Ich sorge dafür, dass man sich um den armen Teufel kümmert. Komm zu mir, sobald du bereit bist, dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich warte im Dojo. Okay, halte mit Dr. Sasaya Rücksprache im Dojo von Neoedo. Das werden wir machen, aber... Jetzt hat man die Karte. Also ich nehme jetzt sicher meine Rauchbombe. Zurück zum Temporium. So. Und dann klettern wir schon mal hoch Richtung Stadt. So. Jetzt dürfen wir mal rein, oder? Dürfen wir, so. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und erkunden endlich mal die Stadt. Ja. Ich will Neoedo ein bisschen auskundschaften, wenn es schon die Technologiehauptstadt des Archipels ist. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.